So, Freunde, Monopoly, das berühmte Spiel um den großen Lee. Das ist die Zurück in die Zukunft Trilogie Edition. Hier haben wir es. Jeder kennt Monopoly. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Jetzt ist es soweit. Das muss sein. Zack. Ist es. So, gucken wir mal rein, was da drin ist. Hier haben wir einmal schnell Spiel, Spielregeln, okay. Hier haben wir das Geld. Aha. Was steht da? Was glotzt du so, du Arschgesicht, steht auf dem Geld drauf. Naja, wenn sie meinen, dass das da drauf stehen muss, okay. So, hier hätten wir einmal das Monopoly Zurück in die Zukunft Spielbrett. So, ihr seht es leider nicht ganz. Auf jeden Fall hätten wir hier kann man Biffs Auto kaufen, einen Zeitzug kaufen anstatt Bahnhöfe, ein Hoverboard, ein Skateboard. So, Autoreparatur zahlen sie 200. Das ist ein Hasbro-Game. Machen auch ganz gute Games eigentlich. Ja. Gehen sie ins Gefängnis. So, hier habt ihr jetzt erstmal das Board ein bisschen. Mal gucken, wie das aussieht. Ich muss das leider drehen, weil ich die Kamera echt bescheuert positioniert habe. So. Dann haben wir hier unsere wundervollen Spielfiguren. Machen wir auch mal auf. Gucken wir rein. So, was haben wir denn hier? Hier hätten wir einfach mal ein Hoverboard. Einen komischen Hut. Keine Ahnung. Ein fucking Schuh. Einmal den Hund, bitte. Ja, hier haben wir die Zurück in die Zukunft Uhr und einmal den DeLorean. Ich würde natürlich, wenn ich spiele, den DeLorean nehmen, ist ja logisch. Das ist ja wohl außer Frage. Na gut, dann haben wir hier noch hier ein paar extrem kleine Würfel, aus welchem Grund auch immer. Häuser, ein goldenes Haus, keine Ahnung warum das Haus Gold ist, ist mir auch egal. Ja. Wenn ich jetzt schon dabei bin, dann wollen wir ja mal nicht so sein. Wenn ich sie aufkriege, oh mein Gott, ich kriege sie nicht auf. Dann machen wir es anders. Na, komm schon. Heute will aber auch nicht gelingen, was soll denn das? Ne, heute wird einfach mal gar nichts gelingen. Okay, dann schieße einfach raus da. Zack. Zack. So, was haben wir denn hier? Stettler Automobile mit einem Plutoniumstab, $30. Mit zwei, $90. Okay, das sind dann Plutoniumstäbe anstatt Hotels oder Häuser, beziehungsweise Häuser. Aber es sind trotzdem die Häuser halt geformt. Naja, dann hätte man das auch anders formen können. Kaffee der 80er. Rathausuhr, Mr. Fusion. Wenn man Besitzer von Mr. Fusion ist, so ist die Miete viermal so hoch wie Augen auf den zwei Würfeln sind. Alter, weiter, das ist hart. Hier haben wir noch den Fluxkompensator. Kann man ihn erkennen? Ich weiß es nicht. Die Karten hier irgendwo anlegen. Was ist das hier? Was sind das hier für Karten? So, das sind die Karten, die man dann ziehen kann. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht auch nicht.
Ist nicht so schlimm. Ich wollte euch das ja nur mal zeigen, was so der Inhalt von diesem Spiel ist. Erklären braucht man das nicht. Da gibt es dann so ein paar spezielle Regeln sicherlich noch. Die muss man dann nachlesen. Aber wie gesagt, also wie ihr gesehen habt, ich habe es gerade erst aufgemacht, weil ich es einfach nur habe rumliegen gehabt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann, ciao.